Heute Morgen bin ich um 4 Uhr in der Früh losgefahren von Koper Richtung Udine, Dolmezzo, Plöcknerpass. Der Plöcknerpass zu fahren ist nicht so anstrengend, wie man es sich vorstellen könnte. Er hat zwar viele Spitzkehren und Tunnelkehren. Das ist das erste Mal, dass ich einen Tunnel in einer Kurve gefahren bin. Es ist angenehm und schön zu fahren. Oben angekommen an der österreichischen Grenze geht der Spaß dann erst richtig los, weil ab da ist die Straße nicht mehr so toll wie in Italien, auch wenn man andersrum vermuten könnte. Unten auf der österreichischen Seite vom Plöcknerpass angekommen, dachte ich mir, ja, 60 Kilometer wird schnell gehen. Pustekuchen, ich wurde besser dann belehrt. Es ging wieder steil nach oben über kleine Serpentinenstraßen, wo meistens nur ein Auto Platz hatte. Dort habe ich dann aber auch einen Konvoi getroffen von Porsche-Fahrern. So an die 60 Stück waren einfach hintereinander unterwegs. Es war eine Freude zu sehen, dass noch andere motorisierte Fahrzeuge unterwegs waren, außer Fahrräder und Wanderer. Pünktlich zum Mittagessen war ich dann in Siljan. Ich muss sagen, das Hotel Perfler ist für das Geld, 60 Euro die Nacht, durchaus passabel, sauber, nicht das modernste, jedoch sehr freundlich und zuvorkommend. Morgen geht es dann wieder weiter nach Innsbruck und ich melde mich wieder aus dem Nala. Bis dahin, passt auf euch auf.